Moin moin! Herzlich willkommen im wundersamen Wendland. Mein Name ist Tine Wittler und ich bin die Dekorateuse eures Vertrauens, lebe seit 5 Jahren hier im Jabel der Welt in diesem zauberhaften alten Kasten. Einen Teil davon zeige ich euch gleich und dekoriert wird auch noch ein bisschen und das dann bei mir im Garten. Also hereinspazieren! Dann wollen wir mal. Das ist die alte Bimmel, die alte Kneipenbimmel. Bis Corona habe ich hier tatsächlich die alte Dorfkneipe wieder belebt. Jetzt ist die Dorfkneipe zu, Corona macht's möglich. Aber ich weiß den ganzen Platz trotzdem sehr gut zu nutzen. Und wenn ihr euch fragt, warum überhaupt Land und Dorf? Ich habe ja 25 Jahre lang in Hamburg gelebt und bin aber auf dem Dorf groß geworden. Und irgendwann bin ich völlig durchgedreht. Das war so Mitte 2017 und dachte, ich muss hier raus. Und dann habe ich die große Stadt verlassen und bin hier in diesem kleinen Dorf gelandet. So, was kann ich euch zeigen? Wir gehen mal der Reihenfolge nach. Also das hier ist mein Kunsttisch. Inneneinrichtung und Dekoration ist ja nur noch so ein kleiner Teil von den Sachen, die ich mache. Hauptsächlich lebe ich als freie Künstlerin. Und das hier ist mein aktuelles Projekt in der bildenden Kunst. Weitere Leidenschaft von mir ist tatsächlich Musik und ich sammle noch gute alte Schallplatten und bin ganz stolz vor allen Dingen auf das Originalautogramm von Hilde Knef, das dort an der Wand hängt. Ich liebe sie. So, das muss reichen. Das hier ist der Bartresen, der übrig geblieben ist aus der Kneipenzeit. Was kann ich euch noch zeigen? Das hier ist mein Videotisch, mein Videoarbeitsplatz. Wenn Fans Grüße bestellen und so, dann mache ich das immer hier, mache da hinten schön das Licht an. Und dann sieht das fast aus wie ein Fernsehstudio, aber auch nur fast. Wenn ihr mein intimes Tagebuch lesen möchtet oder sonst auf dem Laufenden bleiben, dann besucht ihr mich gerne bei Patreon. Und jetzt nehme ich euch mit in meine kleine Mini-Kombüse. Und das geht so. Hallo! Da bin ich. So, in so einem alten Kasten gibt es natürlich eines nicht und das ist eine Einbauküche. Sowas werdet ihr hier nicht finden. Ich nenne das hier meine kleine Kombüse. Es ist sehr, sehr wenig Platz. Okay. Aber das war doch lustig! So etwas sucht man hier in dem zauberhaften alten Kasten natürlich vergeblich. Da, wo ich jetzt gerade stehe, da war früher der offene Kuhstall. Hier in der Mitte der Dele, da hat das bäuerliche Leben stattgefunden. Man ist damals tatsächlich mit Pferd und Wagen durch das große Tor hier mitten reingefahren, hat hier die Ernte bearbeitet. Gegenüber waren die Schweine und die bäuerlichen Herrschaften, die haben hinten im Privattrakt gelebt. Das ist übrigens ein Spruch von meiner Oma Erna. Trink dich satt, bleibst du glatt. Funktioniert, oder? So, weiter geht die wilde Fahrt. Wenn ihr euch wundert, warum hier überall so Stative rumhängen und so, diese Antikbude ist tatsächlich schon, obwohl so ein altes Baujahr, im neuen Jahrtausend angekommen. Manchmal streamen wir von hier sogar. Als letztes war das mein aktuelles Chansonprogramm mit meinem Pianisten Arndt Bark zusammen. Das Ganze findet dann meistens da vorm Kamin statt. Und so sieht das dann aus. So, nächste Station. Hier haben wir meinen, oh Gott, Bücher, Song, Film und Theatertisch. Hier liegt alles so rum, womit ich mich gerade beschäftige. Das hier ist das Rollenbuch zu meiner nächsten Theaterverpflichtung. Im Sommer darf ich den Jedermann spielen. Im Jedermann, meinen allerersten Klassiker. Und ich bin Covergirl. Ja, ich bin zwar alt, aber ich bin Covergirl. Das muss man auch erstmal schaffen.
So sieht das aus, wenn meine Songs am Ende tatsächlich vertont sind, damit auch andere Musiker damit arbeiten können. Das ist der Dokumentarfilm, den ich gemacht habe. Und das hier, das gibt's noch gar nicht, exklusiv. Das ist das nächste Buch. Das wird erst im Herbst erscheinen. Aber es beschäftigt sich tatsächlich endlich mal wieder mit dem Thema Wohnen. Ihr dürft gespannt sein. So, und jetzt gehen wir langsam raus, oder? Ich brauche Sonne. Auf dem Weg nach draußen kommen wir an meinem... Oh, das ist Smörchen übrigens. Juan, da. Das ist die Chefin des Hauses. Hallo, Smörchen. Und sie sieht sehr, sehr klein aus, aber sie ist schon 11 Jahre alt. So, das hier ist mein Lieblingssessel. Da drin sitze ich immer, wenn ich denke und neue Projekte ersinne. Für 150 Mark damals, vor langer Zeit, gebraucht, gekauft und einfach neu bezogen. Die ganze Einrichtung hier ist komplett durcheinander gewürfelt, aus jeder Dekade was dabei. Das hier ist zum Beispiel ein alter Tisch, den ich irgendwo aus der Familie geerbt habe. Da oben, das ist meine Oma Erna. Und Oma Erna zum Beispiel hat mir ein wunderschönes altes Geschirr vermacht. Und ich finde es einfach toll, wenn man nicht nur Neues hat, sondern auch ein bisschen was, was an alte Zeiten erinnert und schon ein paar Tage auf dem Buckel hat. Deshalb würde mich interessieren, wie ist es bei euch? Habt ihr auch so etwas daheim, an dem ihr hängt, das mit Erinnerungen verbunden ist oder das ihr geerbt habt? Schreibt es einfach unten in die Kommentare und wir gehen jetzt raus in den Garten. Frischluft, ich komme. So. Da sind wir im Garten, die Vögel zwitschern, ein laues Lüftchen. Hier wohne ich in den Sommermonaten fast ausschließlich draußen, halte mich kaum drinnen auf. Und es gibt nichts Schöneres, als laue Sommerabende mit guten Freunden und lieben Menschen zu verbringen. So, genau das wird heute Abend passieren. Bis dahin ist aber noch ein bisschen was zu tun. Wie ihr seht, ich habe da etwas vorbereitet. Wir werden jetzt zusammen dekorieren. All die Produkte könnt ihr natürlich selbst auch käuflich erwerben. Und wir fangen an hiermit. Ich kann euch sagen, die Farbe Senf ist in dieser Saison Le Dernier Cri, der letzte Schrei. Und das Praktische daran ist, wenn einem die Bratwurst runterfällt, dann fällt der Senffleck gar nicht mehr so auf. So, legen wir los. Voilà, fertig ist unser kleines Gartenparadies für einen lauschigen Abend draußen. Falls ihr Lust habt, so etwas zu Hause nachzumachen, dann merkt euch, dass Textilien wunderbar geeignet sind, um einem Raum oder einer Gartenlounge auf die Schnelle einen neuen und frischen Look zu verleihen. Das gilt übrigens auch für drinnen. Achtet aber bei draußen Textilien unbedingt darauf, dass diese wasserabweisend sind und am besten auch noch lichtbeständig, dann habt ihr mehr Freude dran. Immer viel her macht so ein Outdoor-Teppich, dem es auch nichts ausmacht, wenn er mal eine Dusche bekommt. Und wenn ihr dann noch darauf achtet, dass ihr die Möbel an sich möglichst schlicht und zurückhaltend haltet, dann könnt ihr mit Farbtupfern umso mehr punkten. Senf geht immer. Wenn ihr euch eine kuschelige Liegeecke einrichtet, wie zum Beispiel hier, dann denkt dran, wirklich entspannen kann man sich nur, wenn man sich unbeobachtet fühlt. Und deshalb den Sichtschutz bitte nicht vergessen. Meine Empfehlung sind Paravents aus Bambus. Die sind absolut wetterfest. Man muss nur gucken, dass man sie vielleicht, wenn es stürmt, festschnallt. Ne? Sonst fliegt einem das im wahrsten Sinne des Wortes um die Ohren. Es gibt nichts Schöneres, als mit lieben Menschen ums Lagerfeuer zu sitzen. Das klappt nicht immer, aber Gott sei Dank gibt es Solarleuchten. Das ist die beste Erfindung der Menschheit. Und die gibt es, wie man sehen kann, auch in
besonders hübsch und die seien euch ans Herz gelegt. Auch wichtig für die Sicherheit übrigens an Gartenwegen und so weiter, damit im Dunkeln niemand stolpert, ne? Über den spitzen Stein. Das war's. Ich bringe mich jetzt in Stimmung und freue mich auf einen schönen Feierabend. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke ans Westwing-Team, es war mir eine Freude. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder.